Herzlich willkommen zurück in Wiedenbrück beim Gary. Guten Tag, hallo auch. Ja, bin ja da. Gestern gab es nochmal ein Päuschen, war wieder ein bisschen was los auf der Arbeit und ich versuche ja jeden Tag was zu bringen, aber manchmal haut es nicht hin. Nicht traurig sein, dann habt ihr Zeit, andere Sachen zu machen. Ist auch schön. Gestern war zwar nicht so geil, das Wetter zumindest hier im Frankfurter Raum nicht, aber vielleicht bei euch. So, es sieht wieder aus, als würde es regnen beim Spiel gegen Augsburg. Auswärts müssen wir ran. Und ja, das wird uns alles abverlangen. Der 29. Spieltag, wir haben also gar nicht mehr so viel. Vielleicht kriegen wir die Saison jetzt demnächst rum. Ich werde es mal anpeilen auf jeden Fall. Topspiel ist 1. FC Union Berlin gegen VfL Bochum. Dann haben wir FC Augsburg gegen den SCW. Und VfB Stuttgart empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth 1903. Super, wunderbar. Wir gehen als erstes logischerweise in eure Kommentare rein. Und der Presse hat sich gemeldet. Er schickt mir den Tagemann ein neues Bild von sich, weil er sieht jetzt deutlich besser aus. Erholter und fitter und hier, ja, da, ihr werdet es sehen. Ja, es hat sich gut gemacht, der Presse. Ihm geht es, glaube ich, im Moment sehr gut. Das freut mich auch. Auf jeden Fall hat auch der Grauer gesagt, er wird mir das Bild vielleicht gleich schon zukommen lassen. Ja. So, was haben wir dann? Geiles Spiel gegen Düsseldorf und Hartl hat auch geklappt. Jo, gegen Düsseldorf hier. War ordentliches Spiel auf jeden Fall. Zumindest hinten raus, ne? So, den jungen Schalker soll ich dann nochmal anfragen. Den müssen wir demnächst machen. Müsst ihr mich nochmal dran erinnern. Jetzt ist der, hat er noch keinen Bock. Das weiß ich. So, dann haben wir den Grauer gehabt. Herr Grauer, der Allrounder, kann einfach alles, auch Torwart. Hartl ist ein klasse Transfer, findet er. Finde ich auch. Haben wir uns was Gutes gesucht. Und ja, bin gespannt auf den nächstes Jahr. Na, was haben wir hier alles noch? Ich hätte nur gerne nochmal hier so Wiedenbrück-Transfers mäßig. Und dann, der Paulus meldet sich seit langer Zeit nochmal. Schalker wird enorm viel bringen in dem kommenden Jahr und schade, dass es mit Duda nicht geklappt hat. Ich würde es im Falle eines Aufstiegs im Sommer nochmal probieren. Ja, für das Geld, der wollte ja 5 Millionen oder sowas. Ja, das weiß ich nicht, ob wir den nächstes Jahr uns leisten können. Ich glaube eher nicht. So, wen haben wir denn hier noch? Ihr könnt ja mal reingucken. Ich gehe einfach hier mal die Spieler durch, die so auf der Transferliste im Moment stehen. Ob da einer bei ist und währenddessen mache ich einfach weiter mit den Comments. So. Rival Player, auch wieder da. Schöner 4-2-Sieg gegen Düsseldorf. Kannst du am Saisonende gucken, wie gut sich die Leihspieler verbessert haben? Das würde mich echt interessieren. Natürlich, das gucken wir ja immer. Da gibt es ja auch am Ende der Saison immer so ein Briefchen, wo dann steht, hallo, guten Tag. Ich wollte dir sagen, wie deine Leihspieler bei uns waren. Aber das gucken wir auf jeden Fall an. So, dann soll ich gleich mal bei Teamdynamik gucken, wegen der unfairen Gehälter. Könnte sein, dass mehrere sich unterbezahlt fühlen. Und dann, ob man mich bei Facebook adden kann. Ich habe den Presser und den Grauer bei Facebook. Einfach, weil ich mit denen irgendwie so relativ viel nebenher noch zu tun hatte. So schreibereimäßig und im Discord-Channel mit denen mal geschwatzt. Zumindest mit dem Grauer und so weiter und so fort. Ich bin nicht so Fan, jeden zu adden. Bitte verzeiht das mir. Aber ihr könnt gerne einfach meine Facebook-Fanpage von Gary Blumack adden und könnt mir da schreiben und vielleicht entwickelt sich da ja was. Wer weiß. Treffen wir uns mal auf ein Date. Schönen Abend bei Kerzenlicht. Und danach adde ich euch bei Facebook. Habe ich mit Grauer und mit Presse auch so gemacht. Ja, ja. Okay, soweit geht's. Ansonsten kannst du dich auch gerne hier melden. Ich habe allein schon so durch die Band so viele Leute immer bei Facebook, wo ich auch dann überlege, schmeiße ich die nicht mal raus, lasse ich die noch drin. Ich bin da ein bisschen eigen. Und manchmal nicht. Ach, schwierig mit dem Gary, schwierig. So, dann hat der FIFA Brothers noch geschrieben. Hab mich so gefreut, dass ich spielen darf. Und dann sehe ich, dass der wieder fit wird. Das ist wie ein Schlag in die Fresse. Ja. Ab und zu gibt es auch schon mal Schläge in die Fresse vom Trainer, ne? Aber weißt du was? Ein Spiel. Wir gucken mal rein. Ein Spiel werde ich dir diese Saison auf jeden Fall geben. Wir gucken mal rein, wer jetzt noch da so kommt. Stuttgart. RWE. Mal RWE, Karlsruhe, Paderborn. Tabelle hätte ich gerne. Mal. Gegen Paderborn. Die sind im Moment letzter.
Ja gut, dann musst du aber auch gegen Erfurt spielen, weil sonst wäre das hier leichte Wettbewerbsverzerrung. Dann machen wir es nicht. Dann machen wir es nicht, weil wir wollen ja nicht hier den Wettbewerb verzerren. Gegen Stuttgart, das geht auch nicht. Augsburg, die mischen auch noch oben mit. Wie sieht es hier mit Braunschweig aus? Wo ist Braunschweig? Oben links, oben links. Braunschweig! Gegen Braunschweig werden wir dich aufstellen. Braunschweig oder Karlsruhe, darfst du dir aussuchen. Wobei Karlsruhe, na, Braunschweig. Wir legen uns fest auf Braunschweig. Bitte, bitte, FIFA Brothers, melde dich nochmal bei dem, kurz vor dem Spiel von Braunschweig. Ich werde versuchen, dran zu denken. Ich hoffe, ich denke dran. So. Jetzt habe ich hier eben schon mal reingeguckt gehabt, ne? Machen wir mal noch weiter vielleicht. Glaube ich nicht, ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Dann gehen wir einfach mal in die Jugend rein. Ich habe nämlich noch einen Kommentar, den würde ich gerne gänzlich vorlesen, weil ich den so toll fand. Ich habe mir fast ein bisschen Pipi ins Höschen gemacht, weil ich so gerührt war. Und zwar haben wir einen neuen Hörer, Viewer, Zuschauer, wie auch immer, neues Mitglied in der Community. Hallo Gary, ich habe jetzt fast einen Monat lang deine Serie hier angeschaut, bin jetzt endlich aktuell. Ich bin nicht so, überhaupt nicht der Internet-Typ, was so soziale Netzwerke und so angeht. Hab weder WhatsApp noch Facebook noch irgendwas. Das ist das zweite Video überhaupt, unter welches ich einen Kommentar schreibe. Ich war mir nicht sicher, ob du die Kommentare unter den alten Videos überhaupt liest. Daher schreibe ich erst unter dieses Video. Doch, ich lese auch die alten. Die bringe ich halt nicht in den Folgen, aber ich antworte auch eigentlich jedem schriftlich. Hier rein kommt nicht immer, aber ich antworte jedem, auch bei alten Folgen. So, teile absolut deine sozialpolitischen Ansichten. Finde gut, dass du dich da nicht zurückschreckst und dass du in deinem Video so deutlich zu benennen. Ja, ich finde, darüber lebt auch Demokratie von, ne? Einfach zu sagen, wie man es sieht. Und ich rede auch gerne mit Leuten, die nicht meine politische Meinung vertreten. Nur so kann man auch überhaupt versuchen zu verstehen, warum die eine andere Meinung haben. Und manchmal kann man die auch ändern. Und manchmal lässt man sich selber auch ändern. Das ist ja das Schöne, wenn man kommuniziert. So, auch was zur Überdimensionierung und Kommerzialisierung des Fußballs sagst. Ich selbst schaue ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr rein, weil ich einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Und das dachte ich bereits vor ein paar Jahren, lange vor Dembélé. Traurig. Bin jetzt seit 2 Jahren beim Frauenfußball unterwegs, ziehe mir die Heimspiele des SC Sand rein. Weiß ich leider nicht, wo der ist. Finde ich aber cool. Und habe da mal einen Spaß, auch wenn das Spiel selbstverständlich dort anders aussieht. Zum FM, ich spiele selbst nach wie vor FM, wusste seit deinem Video nicht mal, dass man den auf 17 pimpen kann. Fange immer 2012 an. Krass, wie gesagt, Internet ist nicht so meins. So, bla 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 bla. Dann kommt hier ganz viel über das FM. Dann finde deine Serie hier also, wie gesagt, echt angenehm, perfekt abends kurz vorm Schlafen gehen. Ja, ich schon mal gehört. Ich bin jemand, der schläfert dann euch ein. Nein, hat er geschrieben, nicht so ernst nehmen. Oder nicht so nehmen. Höre deinen Kommentaren manchmal heraus, dass du demnächst ein FM 18 herauskommt und das Projekt hier einstellen wirst. Genau, es wird ein Update wieder geben, FM 18, also für den FM 13 und 14. Und du gerne kannst du, wenn du da nicht so Ahnung hast, dich bei mir melden, auch alle anderen, und ich versuche euch dann zu helfen bei der Installation. Den 17er mache ich jetzt nicht mehr, weil der ist jetzt eh bald ad acta gelegt. So. Ich hoffe, es geht zumindest noch eine Saison lang Bundesliga. Wir alle wissen ja, wie dieses Spiel läuft und du vermutlich, ob beabsichtigt oder nicht, aufsteigen wirst. Da bin ich gespannt. Ich werde jetzt noch alles geben, nicht aufzusteigen. Meine alte liebe VfB Stuttgart kommt nicht so gut in deinem Spielstand weg und Pauli eher auch nicht. Also die werden wahrscheinlich nicht aufsteigen, meint er. So, das war's jetzt. Glaube ich erstmal genug. Bin gespannt, wie sich das anfühlt, wenn du dann in einer der nächsten Folgen auf die Kommentare eingehst. Und bei einem Video denke ich dann so, hey cool, das bin ja ich. Grüß an dich, Hermann. Ja, Hermann Boss. Ich finde, finde ich den Namen immer geil, wenn der so in deinem Ausweis steht. Boss hätte ich auch gerne. Ich finde, meinen Namen gefällt mir auch schon, aber das Boss fände ich noch geiler, muss ich sagen. Ja, da hat mich sehr gefreut, dass du gehörst wahrscheinlich zur älteren Generation und das freut mich einfach, dass auch die ältere Generation hier bei mir zugehört. Also, habe ich jetzt einfach mal daraus geschlossen, dass du sagst, das Internet ist jetzt nicht so ganz so deins. Bei manchen Sachen. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall, Hermann. Wenn du einen Jugendspieler haben möchtest, wenn du einen siehst, sagst du mir Bescheid, ne?
Und entweder nehme ich dann ein Bild von meinem Archiv oder du schickst mir gerne eins von dir. So. Ja, das musste jetzt mal sein. So einen langen, tollen Kommentar. Der ging runter wie Butter. Richtiger, wie so ein ganzes Pfund Butter. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Wir gehen jetzt einfach mal so langsam mal ins Spiel rein. Ich bin eben ein bisschen aufgedreht, merke ich. Ich habe heute in der Schule ein bisschen Spaß gehabt. War echt ein guter Tag. Merkt man sofort hier. Ja, ist ein bisschen Hirn auf. Hier hat den Glückwunsch zum ersten Länderspiel. Guckt euch das an, der Graue. Merkt man direkt hier, Hirn ist schon auf Feierabend gestellt. Ist nämlich auch Freitag und so, super. So. Wir gehen jetzt ran gegen ersten. Nicht den ersten FC. Ich sage immer ersten FC bei ganz vielen. Was ist denn los hier? Gegen FC Augsburg. FCA. Guten Tag. Wir schaffen auf jeden Fall ein Remis, bin ich mir sicher. Herzlich willkommen in Augsburg, sagt da so ein netter Mann aus dem Lautsprecher. Zweite Minute, boah, irgendwie, keiner weiß was, aber Riedel bekommt eine gelbe Karte. Feuer in der Partie hier direkt. Fans auch da, und die erste Chance bekommt hier Simon Terode, der schießt. Marius Wege kann die Kugel nicht festhalten, oh, aber Riedel ist da, klärt da vor Co. Eieiei, war schon mal knapp. Friedrich jetzt mit der Ecke. Die ist aber zu kurz und Hornschuss da klärt die Ecke. Die starten ja richtig durch hier, die Augsburg. Was ist denn hier los? Noch eine Ecke. Segelt aus dem Strafraum heraus, kommt vor die Füße bei Co an und dann schießt er am Tor vorbei. Dann nehmen wir hier mal den Einsatz was höher. Auf geht's. Bogason aus 25 Metern. Wege streckt sich noch mehr, aber gegen diesen Hammer ist er machtlos. Alter Schwede. Nach 5 Minuten haben die hier schon gefühlte 80 Chancen und ein Tor, ey. Was ist denn hier los? Direkt mal hier meckern. Ja, kann nicht zufrieden sein, der Gary Blumack. Das stimmt wohl. FC Augsburg ist in diesem System eher defensiv ausgerichtet. Haben wir gemerkt, sehr defensiv tauchen sie hier auf dem Spielfeld auf und spielen ihren defensiven Schuh runter. 15 Minuten, nicht eine Chance. Jetzt in der 17. Subotic geht mal nach vorne. Aus 30 Metern. Ja, aber Adrian Ortola hat da gar kein Problem mit. Wir können hier mal das lesen. Ist ja auch toll. Vierte Offizielle behauptet fälschlicherweise, dass sie ihre Coachingzone verlassen haben. Wie reagieren sie? Ja, da zucke ich mit den Schultern. Da geht ganz klar mir an meinem Hosenbein vorbei. Gehe ich halt zurück. Tommy, was ist denn eigentlich mit dem hier los? Mit 69, der ist ja auch langsam. Der muss auch mal irgendwie. Der spielt immer gut, aber irgendwie kommt er mit der Stärke nicht so hoch hier. Kann das sein? Müssen wir mal gucken. Vielleicht wäre auch auf der rechten Seite langsam mal Ersatz angedacht. Schlechte Sicht. Ja, es regnet auch die ganze Zeit. Jetzt hier Plasic. Klärt da eine Flanke von Larsen zur Ecke. Ecke kommt rein von Tommy natürlich. Die ist aber auch zu kurz. Deshalb kann Jonathan Schmid die einfach klären. Halbe Stunde, wir sind zumindest nicht mehr unter Vollbeschuss der Augsburger. Aber so richtig selbst rangekommen sind wir auch noch nicht. Ich glaube, wir müssen auf die zweite Hälfte puffen, bauen. Das habe ich hier verpufft gelesen im Kopf und dann auch direkt umgesetzt in Vokabel. Klasse, super, ne? Joe Linton kontert aber jetzt hier. Der spielt nochmal ab auf Altintasch und der macht einen rein. Der muss nur noch einschieben und da ist er drin. Da ist er drin. Ganz stark gemacht vom Joe Linton. Da nochmal abzuspielen. Macht auch nicht jeder. Und ganz oft steht dann der andere ja auch im Abseits oder schießt daneben. Aber das hat hier geklappt. Subotic passt auf, stellt da Terode ins Abseits. Gut gemacht. Also wieder auf 0 gestellt oder auf 1 gestellt, sage ich eher mal. Ein Punkt wäre für jeden hier drin. Ja, Stuttgart könnte hier den dritten Platz also noch mitbekommen. Das wäre für Hermann Boss wahrscheinlich wünschenswert. Gucken wir gleich mal rein, wie es da so aussieht im Kader bei denen. Ecke von rechts jetzt nochmal von Tommy, Joe Linton. Gegen Blasic, aber Blasic kann sich da durchsetzen. Blasic kann sich direkt zusammenlegen mit wünschenswert.
Der holt hier aber jetzt erstmal eine gelbe ab. Miha Plasic. Haut da einfach mal den Altintasch um. Soll das denn? 1-1, ja, ist auch passabel. Ganz, ganz ordentlich. Wir sind eigentlich auch stärketechnisch die Besseren. Aber wir sind hier jetzt erstmal froh, dass hier kein Rückstand vorliegt. So. Die Bissa können wir eigentlich auch nochmal auswechseln. Presser, der hat doch eine gute Form. Nehmen wir den mal. So, wir sind im Soll. Und wir schwätzen mit unseren Kollegen hier. Zack. Die zweite Halbzeit wird angepfiffen vor 21.617 Zuschauern. Also gut zwei Drittel. Und gepfiffen wird von Robert Kampka. Der sieht jetzt hier einen Freistoß von Fintic. Dreht den Ball schön über die Mauer. Ortola streckt sich. Oh, und gerade so noch übers Tor mit einer Glanzparade. Alter Schwede. Mann, 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 ey. Er hätte aber auch keinen Zentimeter kürzer sein dürfen, der Gute. Tommy mit der Ecke jetzt. Presser geht zum Kopfball hoch. Aber leider ist Stanic vor ihm am Ball. Ja, Presser, Timing ist alles. Timing ist alles. Hast nochmal die Chance jetzt hier. Ecke, Tommy. Ach, nee, leider nicht. Adrian Ortola kommt raus. Holt sich den Ball. No problemo. Dafür jetzt wieder die Augsburger. Und machen das Tor. Ach, haha. Usami vernascht auf jeden Fall. Mackie spielt auf Finnbogason. Der schiebt aus 2 Metern ein, aber abseits. Doch kein Tor. Doch kein Tor. Die Fans kommen nochmal, werden ein bisschen lauter. Schönes Kombinationsspiel von FC Augsburg jetzt. Und dann verliert Co. aber gegen Presser den Ball. Gut gemacht, Presser. Wichtig. Wichtige Aktion. Und unseren Nationalspieler bringen wir auf jeden Fall mal rein hier. Altintasch darf mal raus. 2,5 ist eine ganz gute Note. Ich habe keinen Bock, dass der sich ein schlechterer jetzt gegen Ende rausholt. Da kommt der erste A-Nationalspieler, den wir in unserem Team haben. Oh, Kopfballverlängerung. Da schläft Friedrich. Joel Linton ist jetzt durch. Alleine auf Ortola. Aber Friedrich holt ihn nochmal ein. Boah. Da hat er aber mal hier Gas gezündet. Nitro. Felix Henke läuft quer. Guckt zum Mittelkreis, passt aber zu Finnbogason. Ja. Und der macht... Nein, der macht das nicht! Der Weke mit einem Weltklasse-Reflex. Holt den Ball dann nochmal raus, ey. Boah. Was läuft denn da, ey? Der Weke ist einfach hart drauf, ey. Und schon wieder Weke. Finnbogason, der beißt hier gleich in den Ball. Wenn der Weke so weitermacht. Alter Schwede. Mann, 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 ey. Konterchance für Augsburg. Finnbogason alleine jetzt vor Weke. Schafft er es jetzt? Er schießt. Aber Weke schon wieder. Mit den Fingerspitzen dran. Hält den Ball. Alter Schwede. Was ist da los? Wenn der nicht eine Aufwertung bekommt, mal die endlich, dann weiß ich auch nicht, ey. Schöner Pass von Bartra auf Joel Linton, aber leider legt er sich den Ball ein bisschen weit vor. Und nochmal eine Großchance für den FCA. Terode muss nur noch einschieben eigentlich. Spielt er nochmal auf Bogason ab. Und der ist im Abseits. Der ist im Abseits. Der kann es gar nicht fassen, der Bogason, ey. Ich glaube, der geht heute Abend erstmal eine Runde Tekken zocken und haut irgendeinem auf die Nase, ey. Der muss jetzt auch gehen, der Bogason. Sonst wäre der hier noch komplett ausgerastet, glaube ich. Dreifachwechsel bei den Augsburgern. Mal gucken, was es bringt. Also ich weiß nicht, ob ich ihn ausgewechselt hätte, den Bogason, aber gefühlt machte der hier heute kein Tor. Joel Linton knapp am Pfosten vorbeigeköpft, die Ecke von Tommy. Freistoß jetzt nochmal für uns. Fintic, da will Friedrich klären. Ja. Bekommt ihn aber nur bis zur Strafraumgrenze. Da steht der Joel Linton, Dropkick und 2-1. Ja. Wie sagte der Hermann Boss? Wir steigen wohl doch noch ab. Und der Herr Ronny Schumann hat es auch schon angesprochen. Alter Schwede. Wir steigen auf, nicht ab. Abstieg, da haben wir nichts mit zu tun. Boah, ey. Jo, und jetzt gibt es nochmal einen Doppelpack hier. Fintic.
Freistoß, eben Freistoßvorlage, jetzt Freistoßtor. Alter, was ist denn hier los, ey? Da müsstest du eigentlich hier 4-0 hinten liegen, da gewinnst du 3-1, ey. Halleluja. Halleluja. Also, richtig unverdienter, glücklicher Sieg auf jeden Fall. Aber nehmen wir natürlich mit Timo Presser hier. Klasse, 1er Note. Timo Weke, Marius Weke, alle heißen jetzt Timo. Wir sind Timo. Timo Weke hat also eine 1,5 bekommen. Schlechtester Spieler waren Timo Batra und Timo Riedl und der Timo Tommy. Timo Tommy ist übrigens auch ein geiler Name, finde ich. Timo Tommy. So, wie sieht's aus hier? Berlin gegen Bochum 2-2, Stuttgart gewinnt 3-1 gegen Greuther Fürth, immerhin. Sonst wären wir jetzt schon wieder Dritter. Braunschweig gegen Sonnenhof 2-2, Düsseldorf gegen Dresden 3-1. Da unten, wie sieht's denn da jetzt aus? Unentschieden Wiesbaden und Erfurt gespielt. Wo sind die? Wo sind die? Kommen noch. Karlsruhe gegen München auf jeden Fall verloren. Paderborn gegen Pauli verloren. Nürnberg gegen Ingolstadt unentschieden. Ja, und Erfurt gegen Wiesbaden. Die nehmen sich da gegenseitig die Punkte weg. 1-1. Gucken wir mal die Elf des Tages an. Ja, Presser, guten Tag. Und der Schröer ist auch da. Lass es so wie ich. Und der Weke, ja, Halleluja, ey. Auch schon viermal drin als Torwart. Ist auch eine gute Leistung auf jeden Fall. Kann man mitleben. Beste Spieler. Tore heute. Soriano und Mané, zwei Buden gemacht. Und die führen jetzt hier vorne die Torjägerliste an. Soriano, Mané, Bubadia. Joe Linton und Altintas haben nochmal aufgeholt. Und die Top-Spieler, notentechnisch gesehen, sind Weke und Altintas. Boah, ey. Ist aber auch echt eine geile Saison, die wir hier spielen. Dabei wollen wir gar nicht aufsteigen. Red Bull Salzburg verkauft jemanden nach Turin. Guvelev, ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht. Auf jeden Fall von Hamburg nach Lazio für 10 Mille. Douglas Santos von Leverkusen nach Hoffenheim für 8 Millionen. Dann haben wir noch Skenderovic von Wolfsburg nach Freiburg für 4 Millionen. Oh. Einige Transfers, die da jetzt getätigt werden. Und wir müssen auch mal gucken, ob wir noch jemanden finden. Ob wir jemanden brauchen, ist die andere Frage. Wir gucken uns die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League an. Manchester setzt sich auf jeden Fall... Nein, Arsenal setzt sich gegen Manchester durch. Atletico Madrid gewinnt gegen Fenerbahce. Dortmund leider raus. 3-0 insgesamt gegen Chelsea verloren. Schiss. Aber Gladbach, boah, die Gladbach haben es halt echt auch einfach gut gemacht. Zu Hause, das ja, haben sie einfach grandios hier 5-1 und insgesamt 6-2. Sind sie weiter im Halbfinale der Champions League. Das wäre auch mal was. Stellt euch das mal vor, wenn das diese Saison oder die nächsten Saisons irgendwann mal wäre, würden sich die auch richtig abfeiern. Viertelfinale in der Europa League. Wer ist weitergekommen? Neapel setzt sich gegen Rom durch im italienischen Duell. Villarreal gewinnt gegen Everton. AC Milan macht es besser als Inter und kommt weiter gegen Real Sociedad. Ja. Und das Rückspiel von Bayern gegen Leipzig ging 0-0 aus und damit ist einfach Bayern draußen im Viertelfinale der Europa League und Leipzig weiter. Das ist auch ein herber Schlag. Krass auf jeden Fall. Donnarumma verlängert seinen Vertrag, sehe ich gerade. Ja, einige hier. Mario Sampirisi auch. So, wie sieht's aus? Wienbrück, vermeintlich leichte Aufgaben. Wir sind jetzt noch im direkten Duell gegen Stuttgart. Das gucken wir uns noch an. Das ist, glaube ich, noch ein richtiges Highlight. Das gucken wir uns jetzt heute noch an. Vielleicht machen wir noch lauter Doppelfolgen. Morgen und übermorgen und dann ist die Saison schon vorbei. Ich versuch's mal hinzukriegen. Ja. Also heute noch eine Doppelfolge hier. Wir gehen ran gegen Stuttgart. Und das wird auf jeden Fall, ist auch hier Topspiel, logischerweise. Der Kajubi hat im Hinspiel dreimal eingebüxt. Müssen wir gucken, ob wir den diesmal besser unter Kontrolle haben. Dann haben wir auch Ingolstadt gegen Berlin, Sonnenhof gegen Fortuna Düsseldorf. Da. Wir stellen mal hier den Assistenten mäßig auf. Und den Presser stellen wir auch auf. Der hat eine 17er Form. Mit so einer Form muss man aufgestellt werden. Und der Conte für den Batra, weil der hat auch eine 14er Form. Das machen wir auf jeden Fall. So, wer bist denn du? 28? Ja, den brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Hast du auch noch ein beschissenes Spielerbild. Manchmal geht es nicht besser, aber das ist nicht schön. So.
Florian Schwarz, du hast dein Trainingsziel erreicht. Sehr schön. Datenbank aktualisiert. Wir haben Berichte aus Finnland von einem befreundeten Journalisten bekommen. Ja, brauchen wir auch nichts von, das habe ich das Gefühl. Nee, nicht so wirklich. Alles klar. Dann weiter bei den Mails. Wo sind wir? Hier. Scouting abgeschlossen. HW ist noch angeschlagen. Donnarumma verlängert seinen Vertrag. Der ist immer noch hier echt schwach auf der Brust. Aber den können wir uns trotzdem wahrscheinlich nicht leisten. Ne? Oh, 2,5 Millionen. Da könnten wir vielleicht doch mal nachgucken demnächst. Bin ich gespannt. So, wie sieht's aus mit der Reserve? 3-1 gewonnen. Ja, die steigen doch auf, ey. Die steigen auf. Und wir, Fragezeichen, gehen jetzt erstmal ran gegen Stuttgart. Gehen keinem Zweikampf aus dem Weg. Und wir versuchen hier alles. Aber wenn wir gewinnen, sind wir schon wieder Dritter. Gucken wir mal. Es geht los mit Chancen für Stuttgart, aber das heißt ja nichts. Eben die Augsburger hatten auch die ersten Chancen. Weg ist nämlich schon wieder da. Klärt dagegen Saponara. Omas Amascarell auf Kajubi. Puh, links am Pfosten vorbei. Erik Tommy. Guter Einsatz. Er hätte auch nicht gedacht, dass er den noch kriegt, aber er rennt da hinterher und holt ihn sich. Daffner tritt da. Subotic voll um. Der surft den da weg, ey. Halleluja. Kann er froh sein, dass er da noch nur Gelb für gesehen hat. Heute übrigens wieder hier, ne? Bundesliga am Start. Großkreuz. Ecke auf Daffner. Uiuiui. Und der hätte eigentlich ja schon runtergemusst und macht hier auch nicht das Tor zum Glück. Heute ist wieder Bundesliga. HSV gegen Leipzig, glaube ich. Mal gucken, ob ich es schaue. Wobei, die Freitagsspiele kommen ja nicht mehr auf Sky, ne? Ich hab's schon gekündigt. Wenn es ausläuft, ist vorbei. Gönne mich mal. So. Ricardo Saponara, bitte zum Tanz. Ja, aber Subotic ist kein guter Tänzer und tritt ihm auf die Füße. Klärt den Ball. Oh, schöne Flanke von Christoph Moritz. Daffner steht da vollkommen unbedrängt. Ja. Köpft aber auch richtig. Ja, ein Rückpass macht er da mit dem Kopf. Aber es wäre auch unfair, wenn der jetzt hier die Buden machen würde. Oha, Hektik. Angeblich war der Ball hinterm Tor. Der Assi sagt nee und war richtig. Hätte schon wieder der Kajubi gemacht, ne? Riedenbrück hängt hinten drin. Nee, meckern müssen wir da. Nicht weiter so. Hoher Ball von Moritz. Mitgeklärt von Subotic. Eckball. Ecke von Großkreuz. Leichte Beute für Weke. Guck mal rein, was hat denn der Großkreuz für eine Stärke? Rechts und linkes Verteidiger könnten wir ja auch jemanden gebrauchen. Vielleicht fragen wir bei dem an. Ich mag ja den Kevin. Ich bin ja auch der richtige Typ für so schwierige Jungs. Sag ich euch. In meiner Schule auch. Ecke Tommy, aber Stürmerfoul von Aldintasch. Das wäre doch eine ganz gute Idee hier. Den Großkreuz mal anfragen. Der wäre bei uns ein Starspieler auf jeden Fall. Können wir mal machen. Wenn ihr noch einen Altstar habt aus eurem Verein, den wir mal gucken könnten, sollten, um den zu holen, sagt er Bescheid. Sagt er Bescheid. Tommy mit der Ecke jetzt. Ja, den konnte der Mitchell Langerak aber auch mit der Mütze fangen. Alles klar. Ebenfalls ein cooler Typ eigentlich, der Mitchell. So, es sieht ein bisschen schwach aus hier auf der Brust. Dann kommt mal der Ruwe rein. Der Grauer. Und Conte behält mal seine gute Form. Wechseln wir aus. So, weiter so. Einfach weiter so. Läuft doch. Ist doch klasse. Ich hätte lieber ein 4:4, aber 0:0 ist auch in Ordnung. Niklas Beste sitzt bei denen auf der Bank auch noch. Wir haben ja hier ewig viele ehemalige Dortmunder. Also drei, ne? Der Marco-Freund ist vielleicht ein Sohn vom Steffen-Freund, dann wäre er so halber Dortmunder. So, Mattia Fintic mit einer Schussmöglichkeit, aber Langerak kann ihn aufhalten. Flanke von Moritz, Mascarell ist da. Ja, Kopfball weit übers Tor, also aufs Tor kommt heute hier ziemlich wenig. Alles hier so Chancen, die irgendwie daneben gehen. Fintic auf Presser, der spielt weiter Joe Linton. Der will dann nochmal flanken, aber Sundic ist da und klärt zur Ecke.
Die kommt von Vintage rein. Langerak kommt raus und hat die Ecke. Vintage mit der nächsten Ecke. Die ist aber zu kurz, also auch kein Problem. Diesmal auch hier Sunjits am Start. Und noch eine Ecke. Hier Dreierpack. Ein Dutzend billiger. Langerak kommt erneut raus und hat die wieder. Also die Ecken sind hier alles andere als super. Grauer. Ja, Presse auf Grauer. Ist auch eine schöne Kombination. Aber der Grauer war da leider im Abseits. Jetzt macht er es aber schnell mit dem Ball. Spielt den Ball zu Joe Linton. Langerak ist aber da. Klärt zur Ecke. Höchste Not. Ja, guter Einsatz vom Grauer. Der wird jetzt wach. Matthias Vintage bringt die Ecke rein. Grauer bekommt die. Nimmt die. Den Ball vom einen auf den anderen Fuß. Wird dann von Baumgartl umgeholzt. Und was? Drückt den dann einfach. Nein, er wird attackiert und drückt ihn zur Seite. Ach so, Stürmerfoul kommt Grauer. Bäh. Grauer, was ist los? Esmel auf Daffner und der macht schon wieder kein Tor. Der hätte runtergemusst. Hui. Ein kleiner Anflug von Müdigkeit für alle, die mich abends kurz... Oh, hier haben wir eigentlich. Für alle, die mich abends kurz vorm Einpennen sehen. Ich bin auch müde, also schlaf gut, meine Freunde. Ist gleich vorbei. Ich kann da noch was singen. Schlaflied oder so. Nee, aber weiter jetzt hier im Text. 0:0 wird's wohl. Weiter so. Riedel muss behandelt werden, hoffentlich nicht verletzt. Ecke nochmal von Vintage, die haben ja bisher nichts getaugt. Ecke fliegt aber rein. Joe Linton kommt an den Kopfball ran. 2 Meter daneben geköpft, aber jetzt endlich mal eine Ecke, die wenigstens ankam. Oh, oben hat sich was getan. Union Berlin nur noch Zweiter, Düsseldorf Erster. Die kloppen sich also darum, wer hier Meister wird. Das gibt natürlich auch mehr Geld und alles. Wäre ich jetzt an Unioner Seite dran erpicht, noch den Meister zu machen. Außerdem steht man hier im nächsten Jahr in dieser Statistik. Das ist ja auch immer schön. Geld für Vintage. Hier, Freiburg, Kaiserslautern, Hannover waren die letzten Sieger. Vintage schießt aus einem unmöglichen Winkel. Ja, vollkommen harmlos, weil von da noch ein Tor zu machen, also da musst du irgendwie schon irgendwen anschießen oder so. Flanke jetzt mal von Eggestein, der ist eben gekommen auf Kajubi. Der verlängert auf Saponara. Weke wirkt überrascht, reagiert zu spät. Ja, und dann kommt auch noch hier das 1:0. Weke konnte dann nicht mehr reagieren, hat ein bisschen gepennt. Und ja, jetzt ist auch direkt Schluss. Es wird nicht mehr nachgespielt. Dankeschön. Aber ich sag mal so, dann sieht es mit dem vierten Platz jetzt auch langsam so aus, als wäre das unsere Position, die wir gerne hätten und auch halten würden. Schade, schade, aber passt auch. Alles gut. Sluger und Schulz haben noch kein Bild. Okay, Conte ist in der Elf des Tages und niemand von uns, aber auch kein Stuttgarter. Ich wollte mal reingucken hier beim... Ach, Großkreuz, dann nochmal anders. Gucken wir gleich so anders rein. Der Soriano schon wieder 2 Dinger gemacht. 24 Buden jetzt. Mensch, Mensch, Mensch. Willig Schobbesberger wechselt von Wien zu Twente. Bürstner von Stuttgart zu Luzern. Haben wir noch hier? Keinen, den ich kenne sonst. Trainerkarussell, was haben wir da? Anton Clever wurde bei Baumberg rausgeworfen. Noch irgendwen, der hier gewechselt ist, nehmen wir ne. Alles klar, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Gucken noch kurz beim Großkreuz mal rein, was der so kosten wollen würde. Und dann können wir uns morgen am Samstag schön die nächste Folge zusammen antun. Und ihr könnt mir dann nochmal sagen, ob ihr jemanden habt, den wir mal scouten sollen von den Altstars, sag ich immer mal so, ne? Ich fände nämlich so einen Altstar, so einen coolen, passenden eigentlich ganz geil. Dortmund ist raus gegen Hamburg im Halbfinale des DFB-Pokals und Union Berlin leider auch. Die haben es ja noch richtig gut geschlagen. Also Köln gegen Hamburg im Finale. Da würden auch beide nicht Nein zu sagen, glaube ich. So, Wienbrück 2000, die B-Jugend 4:1 gewonnen gegen Regensburg. Sehr schön.
Mannschaft der Woche und Reserve spielt 2-2 gegen Sprockhövel. Ja, Sprockhövel haben wir ja sogar schon gegen gespielt, ne? Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Ja, also jetzt wird es Zeit, die Folge hier zu beenden. Mit Schluck auf geht ja gar nicht. Wo ist Kreuz? Gibt's ja einige hier. Ganz große Familie, der Gute. Wie sieht's aus? 32 ist er. 1,7 ist er wert. 23 läuft der Vertrag aus. Was haben wir? Am 21 oder so, ne? Ja, das heißt, können wir nicht ablösefrei holen. Wie sähe das denn aus? Er ist zu wertvoll fürs Team. Ja, okay. Dann nicht. Alles klar. Vielleicht habt ihr noch jemanden, den wir mal uns angucken sollten. So, wir speichern natürlich und dann hoffen wir, dass nicht wieder irgendein Quatsch ist mit der Aufnahme. Ich freue mich auf eure Kommentare und bleibt so, wie ihr seid. Meldet euch. Und einen schönen Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag, alles. Schöne Tage. Tschüss.